Hallihallo und willkommen zurück zu Python. Ja, dieses Mal möchte ich euch zeigen, was ihr tun solltet, wenn ihr mit Modulen arbeitet. Und zwar, wenn ihr, keine Ahnung, vielleicht diese First Try irgendwo importieren wollt und damit weiterarbeiten wollt und trotzdem noch das Ganze hier ausführen können wollt. Also das, was wir bisher gemacht haben, war, wir haben gesagt Python und dann First Try.py. Das nennt sich auch Ausführen von der First-Try-Datei. Das heißt, wir haben eine Main-Funktion implizit aufgerufen, die man hier nicht sieht, weil sie noch nicht drin steht. Das machen wir gleich jetzt dann. Ich zeige euch, wie die Main-Funktion funktioniert. Die braucht man nämlich nicht unbedingt zwingend. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel First-Try irgendwo importieren wollt, habt ihr ein Problem. Und zwar zeige ich euch das gleich mal. Man sollte übrigens niemals, also es ist ungünstig, wenn man es tut, hin und her importieren. Also wenn ich hier SumModule importiere und hier FirstTry importiere, dann ist das so ein bisschen, naja, doof. Gut. Aber sagen wir mal, wir möchten hier jetzt FirstTry importieren und hier haben wir SumModule nicht importiert und printen hier einfach nur Hello aus und zwar außerhalb von jeglicher Funktion. Das heißt, das hier sind Funktionen, die beiden hier oben, also fib und f. Und dieses Print Hello, das gehört keiner Funktion an. So, und jetzt importiere ich hier First Try und mache das Ganze, dass es auch irgendwas tut, denn aktuell tut es ja gar nichts. Und sage, okay, Print, naja, was haben wir für Funktionen? Wir haben zum Beispiel hier die Fibonacci-Funktion. Das heißt, wir sagen hier First Try.fib, Klammer, Klammer. Das heißt, wir kriegen das mit n gleich 5 ausgegeben. So, und wenn wir jetzt, wenn wir jetzt das ausführen, passiert ein bisschen was Komisches. Ich zeige es euch gerade mal. Wir kriegen, ups, ja, wir haben, oder ich habe das Falsche ausgeführt. SumModule.py. So, wir kriegen zunächst einmal Hello. Also wir können die First Try immer noch ausgeben. Da kommt Hello raus. Macht ja auch Sinn, weil hier unten, das gehört keiner Funktion an. Da erwarten wir ja, dass das ausgegeben wird. Gut. Aber hier kriegen wir jetzt Hello und 5 raus. Naja, warum kriegen wir Hello raus? Das ist ein bisschen bescheuert, weil wir haben ja hier bloß eine 5 als Ausgabe. FirstTry.fib von 5, also von n gleich 5 hier oben, gibt 5 aus. Also das hier ist 5, das ist okay, das ist der untere Aufruf hier. Aber wo kommt dieses Hello her? Naja, das Problem liegt daran, wenn wir hier Import FirstTry machen, dann ist es ungefähr so, wie wenn hier der ganze Code von dieser Datei steht. Sprich, dieses Print Hello außerhalb von jeglicher Funktion steht da auch. Und das ist total doof. Das wollen wir nicht haben. Weil wir wollen ja nicht unbedingt jedes Mal, wenn wir die Funktionen irgendwie zur Verfügung haben wollen, wollen wir auch den Code haben, der da ausgeführt wird. Und deswegen gibt es diese Main-Funktion. Die Main-Funktion ist im Prinzip eigentlich gar keine Funktion. Man sagt einfach, okay. Wenn wir diese Datei, also die FirstTry.py, wirklich ausführen, also selbst ausführen, also über die Konsole sagen, Python FirstTry.py, wenn das der Fall ist, also if der Name der ausführbar, des Moduls, wo wir gerade drin sind, wenn der Name, das ist so eine Systemkonstante, ich weiß auch nicht, warum die diese zwei Bodenstriche hier genommen haben, ich finde es ein bisschen blöd, aber egal, wenn der Name gleich ist wie. Und jetzt kommt ein String, Bodenstrich, Bodenstrich, Main und dann wieder Bodenstrich, Bodenstrich. Diese Systemkonstanten haben eigentlich immer diese zwei Bodenstriche. Dann machen wir Folgendes, wir geben Hello aus. So, und nur dann. Und wenn wir dasselbe bei SumModule, wobei bei SumModule lassen wir es jetzt einfach mal raus, wir führen es jetzt einfach nochmal aus, dann gibt es nur 5 aus. Das heißt, wir gehen hier rein, sehen, okay. Wir importieren First Try, das heißt der Name von First Try, also durch diesen Import ändert sich dieser Name, der ist dann, also diese Systemkonstante Name, ist dann nicht mehr Main. Die ist nur Main bei der Datei, die wir hier tatsächlich aufrufen, sprich bei SumModule.py. Und dann geht er hier weiter durch, definiert die Funktion, definiert die zweite Funktion und da gibt er dann einfach wieder alles aus. Wenn wir jetzt das hier rüber kopieren, in die Datei also auch wieder sagen, okay, wenn wir die Datei wirklich ausführen, dann und nur dann gib uns dieses 5 aus, dann gibt es uns immer noch die 5 aus, wenn wir hier SumModule aufrufen, aber wenn wir First Try aufrufen, gibt es uns immer noch Hello aus. Das heißt, es wird dieser Code, der keiner Funktion angehört, immer nur ausgeführt, also wenn dieses if dasteht,
dann wird er immer nur ausgeführt, wenn wir tatsächlich auch diese Datei ausführen. Und das ist das, was man eigentlich immer machen sollte, wenn man wirklich eine ausführbare Datei hat. Man schreibt dieses if-name gleich main hin und hat dann quasi einen Teil Code, der nur der quasi eine Main-Funktion darstellt. Gut, und man kann es trotzdem immer noch irgendwo importieren. Das heißt, ich kann hier weiterhin auf die Funktion von FirstTry zugreifen. Und wenn ich jetzt wieder andersrum hingehe und hier SumModule importiere, kann ich hier auf die Funktion von SumModule zugreifen. Das heißt, wir können das irgendwo importieren, wo wir es gerade brauchen. Wir können es ausführen. Wir können alles damit machen, was wir wollen. Gut, ich hoffe, ihr habt kapiert, warum man diese Funktionen da benutzt. Und es hat euch mal wieder gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Dann bis dann. Ciao, ciao.